Hallo allerseits und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mods mit Boni. Folge 120. Ich sitze gerade ganz gemütlich rum und fülle Fläschchen mit Wasser. Ich will nämlich für unser Endeabenteuer noch ein paar zusätzliche Waffen haben und ihr kennt ja bereits meine Lieblingswaffe aus. Wie hieß es? Xenos Reliquary, die heilige Granate. Dafür brauchen wir allerdings ziemlich viel Wasser und ich war gerade zu faul, Autocrafting aufzusetzen, um die Fläschchen mit Wasser zu füllen. Könnte man mit einem Flüssigkeitstransposer oder was auch immer machen. Aber ich wollte lieber, dachte mir, ich mache das einfach per Hand. So. Dann habe ich jetzt. Wenn ich tippen könnte. 200 davon, sehr gut. Und der soll mir einfach mal 30 Handgranaten, hellige Granaten craften. mir ist gerade etwas eingefallen, aber ich habe vor lauter Gelaber ganz vergessen, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ach ja, nein, ich weiß schon wieder. Wir sehen uns gleich wieder. So. Was ich nämlich noch machen wollte. Hey. Warum stoppst du die halbe Zeit? Irgendwie habe ich das. Ja, egal. Sehen wir uns gleich an. Erstmal, was ich machen wollte, ist die restlichen Rototurbinenblätter nachsetzen. Denn ich möchte wirklich wissen, was für einen maximalen Output wir aus dieser Turbine herausholen können. Das heißt, ich fange mal auf dieser Seite an. Hier, hier, hier. Alles vollzusetzen. Und wie ihr seht, haben wir einige rote Blätter zu platzieren. Ich schätze mal, das wird alles voll werden. Also fange ich einfach mal hier an. Das ist voll. Das ist auch voll. Dieser Dampf hier ist etwas nervig. Ich werde gerade Dampf gegart. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, sieht so wenig. So, jawohl. Nicht so einfach hier alles richtig zu sehen. So, okay, das sind vorerst die maximale Anzahl an Rotorblätter, die wir hier hineingeben können. Wie ihr seht, fehlen uns noch 20 und wir haben 1, 2, 3 mal 4, 12 pro Ebene. Das heißt, wir müssten noch die Turbine um zwei Ebenen höher machen, dass wir alle Rotorblätter unterbringen können. Was ich jetzt aber gerne machen würde, ist sehen, wie viel wir damit zustande bringen. Aber natürlich muss das Ganze erstmal wieder anlaufen. Wir werden sehen, wie viel Durchsatz wir schaffen. Sehen wir noch einmal kurz in unsere Basis. In den Keller meine ich, nicht in unsere Basis. Da sind wir ja sowieso. Oh, wo kommst du denn her? Du solltest eigentlich nicht herauskommen. Yay, gebratenes Hühnchen. Wie viel Dampf haben wir hier? Wir haben vollen Dampf. Das heißt, die Engstelle ist nicht hier. Der hier transportiert Flüssigkeit. Na, müsste ja gar nicht passen. Ach so, Moment, oben ist die Turbine noch gar nicht angelaufen. Und das hier ist neu. Ich glaube, wir hatten schon wieder Enderman-Besuch. So, da sind wir wieder im Ende. Ich wollte gerade runter. Seid nicht so laut, ihr Enderman. Wirklich. So, ein bisschen hier zur Seite gehen, dass ihr mich auch versteht. Ich wurde gerade ohne Provokation von diesen Endermännern angegriffen. Weiß auch nicht, was mit denen los war. Bin gerade hier ein bisschen unterwegs, weil ich mir noch diese. Oh! Instability Ore. Ach, kann ich wieder nicht. So. Weil ich nämlich sehen will, ob vielleicht auf dieser Insel etwas gespawnt ist und weil ich jetzt noch ein paar dieser Türme, die wir ja schon entdeckt haben und von denen wir einen bezwungen haben,
Nichts davon bekommen. Wo war ich gerade? Ach ja, noch mehr bezwingen will. Und ihr seht, wir haben hier noch einen Turm, wir haben hier noch einen Turm, wir haben hier noch einen Turm, wir haben hier noch einen Turm. Also wir haben etliche Türme hier überall in der Gegend. Hier ist unser Heim. In der Oberwelt, nicht im Winter. Hier ist auch noch ein Turm, sehe ich gerade. Vielleicht ist das der, den wir als erstes gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls möchte ich eben noch diese Türme bezwingen und hoffe darauf, in einem der Türme dieses Amulett zu finden, das ich versucht habe zu craften, das letzte Mal. Lasst mich noch schnell etwas nachsehen. Da war gerade etwas. Okay. Deswegen haben diese Can be mined only using a diamond pickaxe. Ach so, das heißt, diese Rubinspitzhacke kann wohl nicht so viel. Kann wohl kein Obsidian meinen, deswegen. Ah, jetzt haben wir welche bekommen. Deswegen, ich habe mich gewundert, warum ich vorher welche kaputt gemacht habe und nichts bekommen habe. Nun, jetzt wissen wir es. Es gibt nur eine 60% Chance, dass sie etwas droppen. Irgendwo hier war doch dieser Turm. Wo war er denn? Und da ist es auch schon. Unser erstes Ziel. Als allererstes wieder mal mein Inventar aufräumen. Schrecklich, was man hier so alles bekommt. Das Zeug weg. Über 2 Stacks Endpowder. Perfekt. Erinnert euch, damit kann man ja sehr viele nützliche Dinge machen. Lasst mich kurz überlegen. Das hier weg. Den hier werde ich vermutlich nicht brauchen, aber ich behalte ihn trotzdem. Den hier werde ich eventuell brauchen. Den hier auch. Das hier vielleicht auch. Und gegen die Spawner habe ich eben einen atomaren Disassembler. Okay. Ich glaube, wir sind bereit. Ah, das nehme ich schon den Bogen. Stimmt ja, ich habe ja hier. Oh, wie viel Schaden hat denn das gemacht? Ah, macht ihm keinen Schaden. Aber ich glaube, das Ding war es, das man verwenden konnte. Au, au. Piu. Eins dieser Dinger. Jawohl, das war es, das sehr gut gegen Endermänner funktioniert hat. Haha. Na gut, dann wollen wir mal nicht von den Endermännern zerstückelt werden. Oh. Momentan teleportieren sie sich überall herum, weil ich jetzt Flamme auf meinem Schwert habe. Ah. Lasst mich kurz die Geräusche etwas runterdrehen für euch. So. Piu, 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 piu. Au, 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 au. Ich bin immer noch. Hey, au. Oh, okay, ich hab gerade gemerkt. Ich muss mich kurz irgendwo hinstellen. Nein, nicht Jetpack ausschalten. Puh. Und zwar habe ich mein. So. Schwert nicht empowered gehabt. Wahrscheinlich hat das keinen Grund. Deswegen hat das so wenig Schaden gemacht. So gefällt mir das schon viel besser. Dann, wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Oh, da sind ja gleich einige Spawner, deswegen ist hier so viel Action los. Und ich sehe so wenig wegen den ganzen Partikeln. Hier ist ein Spawner, ich sehe es. Aber das sind nur normale Angry Endermen, die kann man auch relativ einfach besiegen. Hier ist ein Spawner. Au! Im Weg, Enderman. Bam! Wow, so viele Spawner! Ah! Okay, der Automatik ist das immer noch doch mit dem Schaden gegen die Endermänner. Ah, nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Ich versuche mal schnell die Spawner hier tot zu bekommen. Puh, geschafft! Wow! Das ging besser als erwartet. Ah, Enderman, Enderman, Enderman. Und was ich jetzt als allererstes dringend machen muss, ist. Oh! Etwas essen! Jo, ich bin jetzt halbwegs sicher. Das heißt. Erstmal die Leiter reparieren und essen, essen, essen. So, dann wollen wir mal. Ist da oben sind. Oh, so viel Endermänner. Zum Glück kann ich sie ja von hier unten erledigen.
Nimm das! Endermänner! Böse Endermänner! Böse Endermänner! Wieder so viele Spawner! Dieser Turm hat echt verdammt viele Spawner! Oh, oh, oh! Meine extra Herzen sind weg! Meine extra Herzen sind weg! Hey, sie kommen nicht zu mir, wenn ich in der Decke fliege. Anscheinend. Und. Geschafft! Wieder eine Ebene gekillt! Haha! Oh, da ist ein Werfer, das hab ich nicht gemerkt. Ich bin jetzt dort. Nein, danke. Danke. Mal schauen, ob da unten noch was anderes drin war. Ah. Nein. Nicht drin. Schade. So, nächste Ebene. Piu, piu. Es ist praktisch, weil das sind keine normalen Endermänner, sondern böse Endermänner und sie teleportieren sich nicht weg, wenn sie brennen. Geht das aus? Das geht sich aus, das ist fies. An der Decke fliegen hilft. Und wieder ein Werfer. Ein Pilz, ach wie süß. Und hey, was ist denn? Achso, Redstone. Ich dachte schon, hier wäre irgendetwas, aber nein, ich bin der Redstone. Okay, irgendetwas wollte ich gerade ändern. Ich glaube, das hier wollte ich ändern. Und da habe ich auf Schere umgestellt. Nein, das brauche ich nicht. Wie sieht es hier aus? Wieder an die Decke fliegen. Ah, ich wäre schon wieder. Das waren diese nervigen Räume mit den Spawnern oben drin. Ich hätte diese lustigen Sounds. Ich glaube, ober mir habe ich mit dieser Granate das Enderauge aufgeweckt. Ah, ich stecke fest. Komm her. Oh, der stirbt nicht, der Enderman. Ah. Au. Was ist hier los? Seht euch das an. Oh ja, scharfe Enderman, cool. Sauronsfläschchen und. Glowing Obsidian, jawohl. Und das hier auch. Lasst mich kurz die Dinger wegräumen. Weg, 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 weg. So. Hey, warum ist der? Oh, den habe ich wohl mal unabsichtlich zerstört. Dann. Oh, wir sind schon an da oben angekommen. Zack. Fliegen hier einfach hindurch. Und ich schätze mal, als erstes sollten wir uns dieser Endermänner entledigen. Komm her, oh, Enderauge. 12 Schaden, 12 Schaden. Ach, das müsste was auf. Schadensblöde Enderman Auge, oder? Mal sehen. Unbedingt ein Auge auf die. Au, au, au. Ah, ich sehe nichts. Ah, unbedingt ein Auge auf die HP behalten, auf die Herzen lassen. Aber hey, ich habe ihn schon fast tot. Das, also das. Ah, dieses. Ah! 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 Oh! Das nervt. Also das letzte Enderauge war irgendwie anders, oder? Kommt mir vor. Komm, ich habe ihn gleich, ich habe ihn. Jawohl, wir haben uns den Nebel der Enderei erschlagen. Was haben wir bekommen? Wieder Fragmente und ein Enderauge. Okay, schade. Nichts dabei, was ich gerne gehabt hätte. Und ein paar böse Endermänner, die es beschworen haben. Weg mit euch. Na gut. Wart mit X, war wohl nix. Auf zum nächsten Turm. Der sollte eigentlich hier gleich irgendwo sein. Und vielleicht können wir es diesmal ja etwas einfacher machen, um an die Kisten zu kommen. Denn eigentlich brauchen wir den Boss ja gar nicht besiegen. Wir wollen ja eigentlich nur die Kisten haben. Oder hey. Ich will nicht meinen Trank der Regeneration 3 dafür verwenden. Aber ich habe auch nicht volle Herzen. Sollen wir einfach direkt das Enderauge erledigen? Als allererstes. Ich weiß nicht. Ich glaube eher, wir werden uns hier. Bam! Au! Okay, jetzt habe ich das Enderauge aufgeweckt. Ah! Nicht ganz geplant. Au, 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 au. Au, 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 au.
Okay, jetzt nehme ich meinen Regenerationstrank. So, komm her ins Auge. Ich tank dich. Du kannst mir nichts anhaben, ich regeneriere nicht so schnell. Aber ich treffe dich nicht, komm her. Jawohl. Oh, der macht. Achso, nein, genauso viel, gleich viel Schaden. Ah, komm her. Ach, die Regeneration ist praktisch. Wieder ein Endermager tot. Holzkohle? Spectral Essence, das ist immer cool. Wir haben spektrale Sensor halten. Den Enderman schlagen wir erstmal weg. Und da unten sehe ich einige Kisten. Das finde ich gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Kann ich den Spawner zerstören? Nein, ich komme nicht dran. Okay. Andererseits, noch habe ich Regeneration. Angriff! Oh, seht mal, das sind lauter Wolkenhörer. Ah, die halten viel aus. Ah, au, oh, so viel Schaden. Weg mit euch. Puh. So viele Zufallsbuffs auf den Innern. Aber seht euch das an, mal so viele Kisten. Ich glaube, wir haben einen guten Turm erwischt. Leer. Kompass. Obsidian. Oh, was war das? Temple Caller. Oh, sehr cool. Und erschaffe Enderman noch mehr. Das ist cool. Noch mehr Stardust. Oh, ein Knowledge Fragment. Sehr schön. Das gefällt mir. Ding. Gem Enhancements. Wie bitte? Okay. Da geht es um dieses Ding hier. Aber das kann ich euch auch direkt zeigen. Und die Rezepte ist es gegangen. wo ist mein... Da ist es. Dich wollte ich. Weg. Weg. Zwei Spektrale sind sehr gut. Weg. Wolken brauche ich auch nicht mehr. Temple Caller. Ah, sehr gut. Ich zeige euch, wie man die Dinger normal herstellen kann nachher. Aber erstmal. Hey. Oh nein. Ich glaube, mein ME-System ist schon wieder abgeschmiert. Die hellige Granate hat man jetzt zwar nicht gesehen, aber man hat den Effekt bemerkt, eindeutig. Auf, weg, 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 weg. Und noch ein Spawner. Hey, hier gibt es ja gar nichts Besonderes. Karte. Oh, Trank der Schwindigkeit. Trank der Vergiftung. Nachtsicht. Ach, ach, hübsch. Trank der Vergiftung. Kommt ja in der Männer. Ja, ich bin gemein. Ja, und verbrennen dürfte er noch dazu. Brennende vergiftete Endermänner. Ja, ich bin gemein. Au, weg, 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 weg. So, das sind wieder Werfer, hab ich gerade gesehen. Au, das ist ein Schirm, ich hab doch den. Oh, ich dachte, ich hätte den Spawner erwischt. Ah, der Spawner lebt ja noch. Nee, eine Schaufel. Warum liegt hier überall Kuchen rum? Oh Mann, Mann. Dann, nächste Etappe. Bam. Oh, ich glaube, wir sind wieder im Erdgeschoss angewandt. Eine Enderperle. Wie hübsch. Na gut, das war's mit dem Turm. Auch nichts. Was nun, was tun? Wir könnten einen Turm, habe ich ja noch, in der Nähe. Den könnten wir nochmal überprüfen. Oh, ho, 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 habt ihr das gesehen? Hahaha, da ist was Cooles. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesucht und bis jetzt noch nie gefunden. Au, au. Ich zeige euch das gleich, sobald ich mich dieser Monster hier entledigt habe. Die sollte ich eigentlich auch mit dem Zeug hier abschießen können, oder? Nein, ich verstecke mich einfach darin. Das ist ein Drachenpasser. Ah. Ich habe nur absolut keine Ahnung, was man damit machen muss. Okay.
The dungeon puzzle contains puzzle blocks which can be manipulated by throwing igneous rock at them. Okay, also wir müssen diese igneous rock Dinger Erze benötigen, wir diese brennenden Steinerze. Und die müssen wir gegen die Wände werfen, um das Puzzle zu lösen. Und dann spawnt ein Boss. Dragon Puzzle. Jetzt wisst ihr, warum ich immer die ganzen Inseln abgegrast habe, ob ich nicht irgendwo etwas finde. Seht ihr hier irgendwann? Ah, nein. Igneous Rock. Irgendwie. Wenn man sie nicht sucht, findet man sie ständig. Aber wenn man sie sucht, bam. Sind sie nie da. Ich glaube, wir haben einige davon in unserer Basis. Hier sehe ich jedenfalls nirgendwo welche. Oh. Ich hatte gerade eine Idee. Lasst mich kurz nach Hause gehen. Und natürlich mein ME-System reparieren. Okay, also erstmal. Die Turbine dreht sich sehr schnell. Und zwar so schnell, dass sie auf maximaler Geschwindigkeit ist, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Und wir haben 18.000 RF per Tick. Ihr erinnert euch, vorher hatten wir gerade mal 11.000 oder so. Damit kann man fast schon einen Mining Laser mit voller Geschwindigkeit betreiben. Jetzt muss ich aber erstmal hier diesen Maximum Flow nach unten regeln. Bis die Geschwindigkeit etwas abfällt. Ich nehme einfach mal 100, 1800. So. Wir werden schon sehen, wie es wird. Ich müsste jetzt eine bessere Spule noch bauen, die Spule ausbauen und die Turbine höher bauen, damit ich die restlichen Rotorblätter reinbringe, um den maximalen Output rauszuholen. Denn je mehr Rotorblätter, umso schneller kann sie sich drehen, umso mehr Strom kann ich rausholen mit einer besseren Spule. Aber, ey, wir lassen das vorerst mal. Das ist schon sehr gut am Optimum. Am Optimum sage ich. Zumindest an meinem Ziel. Nicht am Optimum, wohl nicht. Das zweite, was ich vorhatte, ist Energietablette bauen. Energietablette. Sehr gut. Ich dachte mir, ich könnte ja eigentlich einfach einen zweiten. Oh, ein Enderman. Hallo. Einen zweiten, zweites Digitalbergbaugerät holen, dann kann ich mir immer schnell die ganzen. Was? Ich hab die Truhe doch. Ah, Gottchen. Du und die Truhe kennt er wieder nicht. Dann kann ich mir schnell die ganzen. Na. Werte, die ich brauche, holen. So. Und ich brauche noch diese atomare Kerne. Ich dachte, die habe ich schon in Auftrag gegeben. Oh, da hängt es vielleicht. Oh! Oh. Das finde ich weniger gut. Ah nein, er craftet schon. Nämlich. Erstens haben wir kein Serto-Squarz, wie wir gerade gesehen haben. Und zweitens ist unser ME-System schon wieder ziemlich überlaufen. Na gut, wir haben hier noch dieses Backup, aber sonst, wow. Egal, erstmal Zelle, das hier noch mitnehmen. Und bevor ich es vergesse, meinen. Ah, Panik. Glückskompensator aufladen. So, das sind wir wieder. Ich habe mal die restlichen Igneous Rock, alle 35, die wir in meinem ME-System hatten, mitgenommen. Aber erstmal muss ich diesen Dämon hier entfernen. Hör auf, hier alles abzufackeln. Ich will hier drin ein Puzzle lösen. So, und jetzt sehen wir mal, ob wir nicht irgendetwas damit anfangen können. Nein. Okay, das hier ist zerbröselt. Das muss wohl richtig gewesen sein. Ich vermute mal, man muss ja irgendwie die richtige
Reihenfolge machen oder so. Nein, der Boden hat sich geändert. Au, au. Ach, diese. Ah. Ich sollte ja mal zubauen. Habe ich was zum Zubauen? Nein, natürlich nicht. Nur Endstein. Nun denn, Zup. Hat sich nichts getan. Okay. Jetzt hat sich was getan. Ich habe keine Ahnung, was das hier tut. Das aktiviert diesen Stein hier. Oh. Ah, okay. Ha. Wenn ich diesen Igneous Rock aufs Boden werfe, wechseln alle leuchtenden und nicht leuchtenden, alle leuchtenden und nicht leuchtenden Felder ihren Status. Quasi. Ich zeige euch das kurz. Wenn ich jetzt hier hinwerfe, ändert sich nur die eine. Okay. Nein. Doch. Ich muss wohl entweder dafür sorgen, dass alle leuchten. Oder dass gar keins leuchtet. Okay, je nachdem, in welche Richtung ich das Ding werfe, werden die Felder aktiviert. Das ist also der Trick daran. Das bedeutet erstmal das hier noch aktivieren. Oh. Warum hast du das umgeleitet? Das finde ich aber gar nicht lieb. Oh, und diese eckigen Dinger leiten es wohl irgendwie um. Das finde ich nicht so toll jetzt erstmal. Okay, das könnte doch etwas komplizierter werden. Warum schnappe ich nicht mehr mal das Bergbaugerät und stelle es hier in der Ecke hin? Konfigurieren. Oh, Dictionary. Irgendwas mit Igni hat das geheißen. Findest du damit was? Nein, findest du nicht. Vielleicht hat das Ding kein Oh, Dictionary. Mal nachsehen. Hast du? Nein, hat kein Oh, Dictionary. Okay, das heißt, wir machen es ganz einfach so. Wir sagen, ich glaube, Endstone war der Endstein. Ach, dieser. Ich hasse dich, du blöder Dämon. Komm her. Komm her. So. So. Oder machen wir es anders? Machen wir einfach alles, was irgendwie Erz beinhaltet. So. Radius 10 ist okay. Minimum 0, Maximum 60. Welche Höhe habe ich? 90. Maximum 128. Bis oben. Und Start. Okay. Er findet Mitoid und Eximit. Das ist weniger gut. Egal, ich lasse ihn mal laufen. Vielleicht findet er mir diesen Igneous Rock Dingsbums. Sonst müssen wir uns Rickfatsch besorgen, damit ich ihm den richtigen Block geben kann. In der Zwischenzeit versuche ich das Puzzle zu lösen. Nur noch ein einziges Feld über. Alles andere leuchtet. Oh, ich hoffe, das war richtig. Es tut sich was. Ah! Ah! Panik! Okay, ich glaube, ich hab's geschafft. Ah, komm her, du fieser fliegender Dämon. Ich hau dich. Nein, ich verstecke mich und schieße dich mit dem Bogen ab, wie man vermutlich eigentlich machen sollte. Das klingt sich nämlich lustiger. Piu, piu. Er hat ja gar nicht so viel aus. Finde ich gut. Piu. Ah, Feuerball gegen Bogen. Wer gewinnt? Boah, diese ganzen anderen Gegner sind ein bisschen im Weg. Ah, Piu. Ah, ich werde nur noch herumgeschleudert. Ja, ich habe ihn. Jawohl! Ich habe ihn erschossen. Feueressenz. Haha. Sehr cool. Aber erstmal wieder weg hier. So.
Sehr cool. Wir haben einen Haufen Feueressenz. Und wir haben das Drachenpuzzle gelöst. Was? Wir haben das Drachenpuzzle gelöst. Jetzt fehlt uns dann nur noch eines. Und zwar das Enderman-Relikt. Aber das haben wir noch nicht gefunden. Na gut. Aber das war's erstmal wieder. Wir haben das Drachenpuzzle gelöst, wie gesagt, und den Feuerdämon besiegt. Jetzt fehlt uns dann nur noch der Enderdämon. Na gut, ich sage schon wieder viel zu viel, na gut, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.